Worauf wartest du denn? Komm schon! Hast du noch nie den Satz gehört, lass dir Zeit und schnuppe an den Rosen? Oben auf dem Hügel gibt's auch Blumen, weißt du? Wettrenn nach oben! Okay. Wettrennen nach oben. Aber shit, ich bin da noch nicht so. Ich bin da noch nicht so hinter. Ah, guck mal, hier sind wir. Also hier sind wir. Hey, ich habe gerade gedacht, es ist heute ein bisschen windig. Vielleicht sollten wir ein andermal wiederkommen. Oh, sei nicht so ein Miesepeter. Wir sind doch praktisch schon da. Hey, weißt du noch, als wir Fangen gespielt haben? Wind? Der war eben noch nicht da. Okay. Ich bin mal gespannt, ey. Ich hab da irgendwie, bin ich da noch gar nicht richtig hier, ne? Okay, was ist los? Lass uns einfach ein bisschen ausruhen. Schon wieder? Du hast dich kaum bewegt. Hey, ich bin derjenige, der dieses Ding den Berg hochschleppen muss. Oh, und ich dachte nur, du wärst mittlerweile stärker. Das ist alles. Das Cello ist auch größer geworden, weißt du? Na komm, setz dich einfach kurz zu mir, ja? Erinnerst du dich an das erste Mal, als wir hier waren? Welches erste Mal? Das zweite Mal, glaube ich. Als ich dich den Berg hochgejagt habe. Oh ja, das war ziemlich dumm. Du hast dich sehr darauf gefreut, mich hier, mich mit dort hochzunehmen. Ja, es war schon eine Weile her, seit ich jemanden mitgenommen hatte. Es ist immer noch einer meiner Lieblingsorte. Ich fand den Ausblick auf die Stadt immer toll. Ist echt eine Weile her, nicht wahr? Ich vermisse die Ausflüge dorthin. Warum zögerst du dann so? Hä? Es sind nur noch ein paar Schritte, weißt du? Warum hältst du alle paar Schritte an? Mach dir nichts vor, Colin. Du bist nicht müde und am Wind liegt es auch nicht. Wir sind schon so weit gekommen. Du weißt genauso gut wie ich das, was wir zu tun haben. Okay. Okay. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Von der Musik hat auch aufgehört. Als wir das erste Mal hergekommen sind. Das war auch das erste Mal, wo ich dich bei den Tonleitern begleitet habe, stimmt's? Ja, das hat mir geholfen. Das tut es immer noch, ehrlich gesagt. Naja, niemand übt gern allein Tonleitern. Aber was ich gespielt habe, konntest du nie wirklich hören, oder? Es ist heute echt schön da oben. Ist es immer? Du musst mich nicht mehr zurücklassen. Ich kann jetzt fliegen. Wo immer du hingehst, ich kann mit dir kommen. Ah, du bist ein echter Dickkopf, nicht wahr? Findest du nicht, du wirst langsam etwas zu alt, um mich in deinem Leben zu behalten? Die Leute würden dich auslachen, wenn sie es wüssten. Die können lachen, so viel sie wollen. Interessiert mich nicht. Du hast mich zu dem gemacht, der ich bin.
Dank dir habe ich gelernt zu fliegen. Wegen dir habe ich weiter Cello gespielt. Du hast mir beigebracht, wie man Tonleitern übt. Nein, Colin. Ich kann dir nichts beibringen, was du nicht eh schon weißt. Oder dich dazu bringen, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Vielleicht wolltest du einfach nur jemanden haben, der für dich da ist. Selbst wenn es nur so jemand wie ich war. Ich weiß, dass es hier wunderschön ist, Colin. Aber du hast so viel Zeit mit mir verbracht, um damit dir auszumalen, was nicht sein konnte. Glaubst du nicht, du vergisst, was tatsächlich ist und was alles sein kann? Sich aus dieser kleinen Welt herauszuwagen, die wir erschaffen haben. Manchmal ist das die einzige Möglichkeit, all die schönen Dinge um dich herum wahrzunehmen und wertzuschätzen. Ich will nicht alleine sein. Ich weiß. Wenn ich gehe, wirst du manchmal alleine sein, auch wenn du das nicht willst. Aber das gehört zum Erwachsenwerden dazu und es gehört zum Leben dazu. Das macht die vergänglichen Augenblicke mit geliebten Menschen kostbar und unsere Erinnerungen wertvoll. Und es spornt dich an, das zu suchen, was du nicht finden würdest, wenn du nur hier bei mir bleibst. So vieles da draußen wartet nur auf dich, Colin. Ich kann dir nicht versprechen, dass alles immer toll sein wird, aber ich weiß, dass du nicht alles finden wirst, was du brauchst, wenn du nur in unseren Seiten lebst. Du hast mich in diese Welt gebracht. Das werde ich nie vergessen. Und während manche Dinge von Dauer sein sollen, so sollen sich manche nur ein Stück des Weges tragen. Irgendwie werde ich immer da sein, um dich zu beschützen. Um was auch kommen mag, wenn es etwas ist, das wir tun können, dann kannst du es auch tun. Was meinst du, Colin? Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nicht bereit, es enden zu lassen. Ist mir egal, ob du bereit bist oder nicht. Du warst mein erster richtiger Freund. Hey, das muss nicht das Ende unserer Freundschaft sein. Eines Tages schaust du vielleicht zurück und merkst, wie schnell dieses kostbare Leben an dir vorbeigezogen ist. Und an dem Tag werde ich wiederkommen. Wir werden uns so unterhalten, wie wir es immer getan haben. Und du wirst mir von deinem Tag erzählen. Nein, von deinem Leben. Du wirst mir erzählen, wie glücklich dein Leben war und all die schönen Erinnerungen, die du gesammelt hast. Nun ja, vielleicht wird mein Leben gar nicht so glücklich. Ach, du bist so ein Pessimist, weißt du das? Hab ein wenig mehr Vertrauen in dich selbst, Colin. Natürlich wird es das. Ich weiß es. Vielleicht wird es lang dauern und vielleicht wird es viel Fleiß und Arbeit brauchen. Aber wenn der Tag kommt, weiß ich, wirst du viele schöne Erinnerungen teilen können. Es ist fast soweit. Wie viel hast du schon in das Buch geschrieben? Du hast die Seiten ganz schön oft ausgewechselt, oder? Ich rede eine Menge, tut mir leid. Aber nun, da ich gehe, vielleicht könntest du mehr Seiten für andere Dinge nutzen. Es ist dein Buch. Du brauchst nicht mehr immer nur über mich schreiben.
Es ist wie das Leben, nicht wahr? Das gleiche Buch, gefüllt mit allerlei verschiedenen Seiten. So, wie es sein soll. Pass auf dich auf, ja? Hey. Ich habe mich noch nicht verabschiedet. Das hast du schon, Colin. Vor langer, langer Zeit. Sie kam nie zurück, oder? Ich glaube nicht. Ich frage mich, ob sie Ursache oder Wirkung ist. Hm? Naja, meinst du Colin jetzt unglücklich, weil sie niemals zurückgekommen ist? Wenn Colin sie nur wiedersehen wollte, hätte er doch wohl nicht uns anrufen müssen. Ja. Vielleicht bedeutet ihre Abwesenheit in seinen späteren Jahren auch, dass er damals schon unglücklich war. Womit wir wieder am Anfang wären. Hier drinnen destabilisiert es sich wieder. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na los, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Hui. Da kamen mir gerade schon wieder die Tränen. Oh Gott, ich liebe und hasse es. Warte, wissen wir überhaupt schon, was wir mit ihm machen sollen? Ich habe ein paar Ideen, aber ich muss die Erinnerung erst miteinander verbinden. Gehen wir zurück zur Oberwelt und überlegen uns eine Lösung, während wir das machen. In Ordnung. Ah. Was? Was zur Hölle? Warte mal! Irgendwie werde ich immer da sein, um dich zu beschützen. Neil? Wieso dauert das so lang? Hier bricht alles auseinander. Ich habe keine Zeit, auf ihn zu warten. Gut, ich mache erstmal hier oben. So. Zack. Dann haben wir das. Dann brauchen wir hier das... Nee, hier haben wir nichts. Nee, warte mal. Hier brauchen wir das Buch. Ah, fuck it. Nee, warte mal. Das funktioniert doch hier. Dann das Buch. Aber dann haben wir oben wieder Cello. Was brauchen wir denn da oben? Das Buch, ne? Das gibt's doch nicht. Hier können wir aber auch nichts miteinander verbinden. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir das da. Jetzt haben wir das Buch da. Dann können wir hier den Hibiskus verbinden. So. Hier haben wir jetzt das Cello. Und hier bräuchten wir nochmal einen Papierflieger, den wir da haben. Sehr schön. Dann haben wir's. Nice. Ich glaube, das sind alle, aber... Aua. Oh oh. War das ein... Nö, was passiert denn jetzt? Was ist das für ein Ort?
Okay.